Not the asking of the last year. That's just Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, soweit Sie da sind, liebe Gäste, sehr verehrte liebe Frau Professor Reinova, es ist meine große Freude und auch Ehre, zugleich Sie alle im Namen der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften hier an der Universität Wien sehr herzlich begrüßen zu dürfen. Aus Anlass des 60. Geburtstags von Frau Professor Ivanka Reinova wurde unter der kundigen Leitung von Frau Dr. Susanne Moser, die heute und morgen Vormittag stattfindende Jubiläumsfeier arrangiert, die allen voran persönlich, zugleich aber auch sachlich, inhaltlich natürlich adressiert ist. Wie soll das auch anders sein, wenn man die Jubilarin als genuine Philosophin verstanden und rezipiert, wenn sie verstanden und rezipiert wird, deren denkerisches Spektrum all jene Fragen und auch Problemstellungen, die sich gegenwärtig geradezu aufdrängen, schon seit längerer Zeit aufgegriffen hat. Seien dies die Debatten um Feminismus respektive Genderdiskurse, allem voran im Ausgang von Simone de Beauvoir, seien es die im weiteren Sinne hermeneutisch, phänomenologisch grundierten Sinn- und Wertefragen, die gewissermaßen axiologisch vermittelt und strukturiert das Denken Europas, verstanden als Genitivus, Objektivus und Subjektivus, erneut auf den Prüfstand stellen. Oder seien es, was wiederum auf die soeben aufgespannten Sinnhorizonte schon antwortet, jene, darf ich sagen, philosophischen Kamingespräche mit Paul Ricoeur, einem Denker, wo französischer Enzyklopädist, deutscher Universalgelehrter und europäischer phänomenologisch, psychoanalytisch, hermeneutisch geschulte Analytiker oder gar sehr, in Philosophie kann man nur schwer davon sprechen, also Sie wissen, was ich meine, sich die Hand geben, um das Verborgene oder positiver formuliert, das Zwischen von Gesagtem und Ungesagtem, eventuell gar bis zu Levinas gehenden zwischen Sagen und Gesagtem, zum Sprechen zu bringen. Der morgige Workshop wird sicherlich einige Kostproben davon geben, gerade was Ricoeur anbelangt. Dass wiederum die Frage der oder nach Religion und Religion als erneute Herausforderung und dies vor allem auch in philosophischer Hinsicht auf den Plan tritt, sprich als Religionsphilosophie sich gewissermaßen zurückmeldet, ohne von deren klassischen Kategorienraster einfach eingemeindet zu werden, scheint geradezu auf der Hand zu liegen. Ja, die hiermit verbundenen Fragedimensionen weisen, und dies in sehr konstruktiver und produktiver Weise, vor auf jene Bereiche, wie sie in den Topologien von Macht und Gewalt bis hin zu transeuropäischen oder gar interkulturellen und globalen Herausforderungen zu genuinen Forschungsagenten werden, ja schon in Ansätzen geworden sind. Vor diesem und weiteren Hintergründen, Kollege Staudegl und Kollegin Moser werden hierzu noch nähere Ausführungen gleich machen, lag es geradezu auf der Hand, dass das Forschungsgebiet Religionsphilosophie in den neuen Entwicklungsplan unserer Fakultät aufgenommen werden konnte, was zugleich bedeutet, dass dieses Forschungsgebiet, wie jedes andere auch, bei uns vertreten sein wird, sprich in die Curricula als Lehrgebiet implementiert wurde. Das war nicht selbstverständlich, weil Religionsphilosophie bis heute immer noch unter einem gewissen sozusagen Vorbehalt diskutiert wird, wenn überhaupt es dann diskutiert wird, sondern man hat bestimmte Vorstellungen, aber es hat sozusagen jeder Mann und jede Frau, die damit sozusagen konfrontiert wurde in bestimmten Kommissionen, überzeugt, warum wir das machen wollen und warum es notwendig ist. Abschließend möchte ich Ihnen allen eine so spannende wie erquickliche Jubiläumsfeier, inspirierende wie produktive Gespräche wünschen, ebenso wie wir uns alle schon auf den Festvortrag unseres hochgeschätzten Kollegen Hans-Rainer Sepp aus Prag freuen dürfen. Liebe Frau Reinova, als Vertreter der gesamten Fakultät sowie damit verbunden des Dekanats darf ich Ihnen herzliche Grüße und ganz besondere Glückwünsche zu Ihrem Festtag überbringen. Alles erdenklich Gute für Ihren weiteren Forschungs- und Lebensweg. Dankeschön. Ich hoffe, ich bin noch zum Anhang. Gut. Ja, liebe Ivanka, auch von meiner Seite nochmal ganz offiziell herzliche Glückwünsche. Ich stehe ja hier als jemand, der angeblich manchen einen Floh ins Ohr gesetzt hat,
was nämlich die Idee betrifft, dass man doch zu deinem Geburtstag eine Festschrift herausgeben sollte, zunächst einmal zusammenstellen sollte, dass man Kolleginnen und Kollegen, Freunde einladen sollte, die daran beitragen können, wollen, hoffentlich. Das Ganze ist ein sehr schwieriges Unterfangen geworden, das wissen die beiden Herausgeber, die vielleicht darüber, Herausgeberinnen und Herausgeber, die darüber noch etwas sagen werden, weil manche sich überhaupt nicht daran halten, dass sie Beiträge abgeben und so weiter und so fort. Das ist ein altes, leidiges Thema. Es hat mich aber dazu geführt, darüber nachzudenken, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und das, darüber wirst du vielleicht Susanne dann auch noch was sagen, das hat mit dem Institut für die Wissenschaften von Menschen zu tun, wo Ivanka ganz früh, als sie nach Wien gekommen ist, auch tätig war, mit einem Stipendium aufgenommen wurde, wo Ludger und ich damals unter anderem einen Band über die Zivilisation herausgegeben haben und später dann ihm mit Giovanni Legissa einen Band über Phänomenologie und Politik herausgegeben haben. Und diejenige, die zu diesen Bänden jeweils als Erste ihre Beiträge abgeliefert hatte, war Ivanka Reinova. Das ist mir jetzt genau in dem Moment leider sehr bewusst geworden, als mir nochmal verdeutlicht wurde, dass ich einer derer bin, die noch nicht abgegeben haben. Und deswegen erwähne ich es mit ein wenig, naja, Reue, sagen wir es einmal so. Auf jeden Fall, das hat auch inhaltlich was damit zu tun, nämlich mit dem Denkweg, mit der Auseinandersetzung, mit dem Bezug zur Religionsphilosophie, der in deinen Arbeiten sich ja als eine der entscheidenden Leitlinien herauskristallisiert hat, nämlich die Tatsache, dass in diesen Texten mir deine Auseinandersetzung mit Ricoeur viel zu religionslastig war. Das kann ich heute auch eingestehen, nachdem ich mittlerweile ja mit Esther Rampartert, die jetzt auch hier ist, dafür Sorge tragen wollten wir beide, dass am Institut die Religionsphilosophie, wie eben erwähnt, wieder ein stärkeres Standing bekommt und auch institutionell irgendwie abgesichert ist, kann ich mir heute sagen, vielen Dank, dass du mir vielleicht damals diesen Floh ins Ohr gesetzt hast, dass man die Religion doch in einer nachhaltigeren Weise, auch in der Phänomenologie, wie es mittlerweile ja gang und gäbe ist, reflektiert. Damals war mir das sehr suspekt. Mittlerweile, nachdem ich mir die Texte wieder angesehen habe, kann ich besser nachvollziehen, worum es dir ging und geht. Und ich denke, das wird uns ja auch beschäftigen im Workshop morgen, wo die Texte, die du mit Ricoeur sozusagen aufgenommen hast, zur Diskussion stehen werden. Das ist in dem Sinne wiederum ein substanzieller Beitrag zu den Tätigkeiten des Schwerpunkts hier am Institut und dafür möchte mich auch bedanken für diese diversen Motivationen und Inspirationen und ich hoffe, dass Sie diesen Forschungsbereich, diese Forschungsgruppe, dieses Forum auch nachhaltig zu bereichern erlauben. In dem Sinne, Ivanka, vielen Dank für die diversen Flöhe, die uns ins Ohr gesetzt wurden, die wir vielleicht jetzt anderen ins Ohr setzen. Und ich denke mal, vielleicht ist es ganz gut, den Philosophen nicht immer als Stechmücke zu betrachten, sondern manchmal auch als diesen kleinen Floh, der ganz wenig in Bewegung bringt, aber dafür umso nachhaltiger was zu leisten vermag. Alles Gute, vielen Dank und ich übergebe an Susanne. Also mich hat vielen Dank, mich kratzt eh schon überall. Das war das. Weil es wirklich, also den Flo dankenswerterweise uns ins Ohr oder wo immer hin abgesetzt hast, oder vielleicht in den Kopf. Ja. Also ich möchte mal zunächst einmal allen herzlich danken, die gekommen sind und sogar aus dem Ausland, Frau Professor Schüssler aus Deutschland, aus der Schweiz, ja. Dann Hans-Rainer Zepp aus Prag und Hedwig Meyer-Wilmes auch aus Deutschland. Ja, und Hertha und Ludwig Nagel sind ja schon ein bisschen länger da, aber kommen auch gerade erst aus den USA. Es ist mir eine besondere Freude und eine Ehre und Dankeschön für die Eröffnung und für die Möglichkeit, dass wir das hier auch machen und dass es auch wirklich so passt. Und da möchte ich ganz besonders auch Esther Ramhatter danken, dass sie auch den Hörsaal zur Verfügung gestellt hat, auch als Gastgeberin eigentlich der Uni Wien. Und die Religionsphilosophiegruppe hat sich auch immer hier getroffen. Ja, also das ist sozusagen, also man kann das jetzt nachfühlen. Normalerweise steht es so im Kreis, nicht so hintereinander, aber das geht sich irgendwie jetzt nicht ganz aus.
Ja, und der besondere Dank gilt natürlich dem Michael. Ja, schon, du nicht den Kopf schütteln. Also für deine einführenden Worte und für deine Unterstützung und dafür, dass du eigentlich nicht ein Flo bist, sondern eigentlich ein Geburtshelfer. Ja? Also nicht nur der Religionsphilosophie-Gruppe insgesamt, sondern auch für die Festschrift. Du hast es schon erwähnt, ja, und mein Dank gilt dann natürlich auch an den Ludger, dass man ursprünglich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, irgendwie hast du einen Lesekreis initiiert. Ja, irgendwie, stimmt das, gell? Am IWF das eigentlich. Das weiß ich ja nicht alleine, aber... Ja, ja, am IWF eigentlich. Und letztendlich hat das dann irgendwie in diese Religionsphilosophie-Gruppe dann geführt. Und bei diesem Treffen am IWM, du hast es eh schon angesprochen, sind wir dann eben drauf zu sprechen gekommen, auf die Festschrift, dass das doch eine Idee wäre und schön wäre. Und sozusagen wurde die Festschrift mit Hilfe von euch beiden aus der Taufe gehoben. Ja? Ja, und da ich in Graz unterrichte und Ivanka und ich, wir beide, also mit Hans-Walter Ruffenbauer, mit Reinhold Esterbauer und mit Ingrid Hable von der Theologie, wo ich im Unterricht an der Theologie freundschaftlich verbunden sind schon seit Jahren, haben wir irgendwie dann auch über diese Idee der Festschrift gesprochen und Hans-Walter konnte sich für das Projekt begeistern und hat sich dann bereit erklärt, mit mir gemeinsam die Herausgeberschaft zu übernehmen. Ja. Vielen Dank dafür, lieber Hans-Walter, denn ohne dich wäre das nicht möglich geworden. Ja. Und dir, lieber Reinhold, möchte ich wirklich dafür danken, dass du mich so liebevoll unterstützt hast bei den Einladungen, bei den Formalen, also wirklich unglaublich bei dieser Veranstaltungsvorbereitung. Und dir, liebe Ingrid, für deine wertvolle redaktionelle Arbeit und dein Lektorat. Ja, ich stehe jetzt hier irgendwie als Vertreterin des Kooperationspartners, also wir sind sozusagen die Uni Wien und ich stehe für das Institut für Archäologische Forschungen und möchte jetzt gleich auf die wissenschaftliche Biografie und damit auf den Wien-Bezug von Ivanka eingehen, weil das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Ne? Denn Ivanka ist ordentliche Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Gegenwartsphilosophie am Institut für Philosophie und Soziologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften und Präsidentin der Bulgarischen Assoziation für Phänomenologie. Sie hat 1988 über den französischen Personalismus und die Existenzphilosophie dissertiert und wurde 1996 habilitiert. Zu ihren Forschungsinteressen gehören die Bereiche der Phänomenologie und Hermeneutik, der Werttheorie, der feministischen Philosophie und der Religionsphilosophie. Im Gebiet der Religionsphilosophie hat sie namentlich über Simone Weil, Edith Stein, Emmanuel Mounier, Maurice Nedoncel, Gabriel Marcel, Paul Ludwig Landsberg, Max Scheler, Karl Jaspers und Paul Ricoeur gearbeitet. Philosophinnen, die damals, ich habe jetzt gerade überlegt, ob da eine Frau dabei ist, natürlich ist eine Frau dabei, nämlich zwei, Simone Weil und Edith Stein, Philosophinnen, die damals in Bulgarien kaum bekannt oder gar unbekannt waren. Sie hat 9 Monographien und diverse Sammelbände in verschiedenen Sprachen veröffentlicht und ist Herausgeberin mehrerer Büchereien sowie einer internationalen Zeitschrift. Darüber hinaus hat sie einige Jahre Translationswissenschaft an der Universität Sofia unterrichtet und das Sein und das Nichts von Jean-Paul Sartre vom Französischen ins Bulgarische übersetzt. Es war auch ein Übersetzungsprojekt, mit dem sie 1996 nach Wien ans Institut für die Wissenschaften von Menschen kam, wie ich ja schon erwähnt habe. Und zwar mit der Übersetzung von Paul Ricoeurs Der Konflikt der Interpretationen vom Französischen ins Bulgarische. Dort haben wir beide uns kennengelernt, und zwar in der Gender Studies Gruppe von Cornelia Klinger am IWM. Danach hat Reinhard für 3 Monate ein Forschungsstipendium an der Uni Wien und später für ein Jahr an der Akademie der Wissenschaft in Wien erhalten. 1998 hat sie eine Konferenz über feministische Philosophie in Sofia organisiert, an dem ihr beide, du liebe Hertha und du liebe Hedwig, das sie da hinten, teilgenommen haben und deren Beiträge im Jahr 2000 in einem deutsch-bulgarischen Sammelband veröffentlicht wurden. Im Jahr 1999 haben wir gemeinsam das Institut für Archäologische Forschungen in Wien gegründet, dessen Direktorin sie seither ist. Das Institut führt einen eigenen Verlag, nämlich den Verlag Axia Academic Publishers, der unter anderem die Zeitschrift Labyrinth,
ein International Journal for Philosophy, Value Theory und Social Cultural Hermeneutics herausgibt. Einige der hier Anwesenden sind im wissenschaftlichen Beirat vertreten und haben auch schon in der Zeitschrift publiziert oder als Mitherausgeber fungiert, so Hans-Walter Rufenbauer und Ludger Hagedorn. So, jetzt möchte ich endlich zu unserem Festvortragenden Hans-Rainer Sepp überleiten. Auch bei Hans-Rainer Sepp besteht schon eine lange, intensive gemeinsame Zusammenarbeit mit Ivanka. Ivanka hat Sepp erstmals im Winter 2002 getroffen, wenn es stimmt, ich hoffe, als er in einem von Ludger Hagedorn geleiteten, schon wieder der Ludger, Hagedorn geleiteten Forschungsprojekt, einen 3 Monaten Aufenthalt am IWM in Wien absolvierte. Gemeinsam haben sie an der konstituierenden Tagung der rumänischen Gesellschaft für Phänomenologie in Cluj-Napoca teilgenommen und waren ein paar Monate später im Herbst in Prag an der Gründung der Organisation of Phenomenological Organizations beteiligt. Seit dieser Zeit sind sie in Kontakt geblieben. Reinhofer ist mit einem Beitrag über Paul Ricoeur an dem von Sepp und Lester Embry 2010 herausgegebenen Handbook of Phenomenological Aesthetics beteiligt. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit war, als Ivanka Reinhofer gemeinsam mit mir bei den mehrjährigen Tagungsveranstaltungen zur philosophischen Befragung Europas mitwirkten, die Sepp in den Jahren 2008 bis 2011 mit Kollegen an der TU Dresden durchführte. Ich hoffe, das stimmt. Da bitte nicht zu ergänzen oder zu korrigieren. So, und jetzt möchte ich zu dir, lieber Hans-Rainer, überleiten und dich kurz vorstellen, obwohl das eigentlich wirklich gar nicht notwendig ist, da du allen in der Phänomenologie ein Begriff bist und auch in der Religionsphilosophie. Hans-Rainer Sepp lehrt Philosophie an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität in Prag und ist gemeinsam mit Karl Novotny Direktor des dortigen Mitteleuropäischen Instituts für Philosophie sowie Vorsitzender des Forums Münchener Phänomenologie International und Mitglied des Executive Committee von Organization of Phenomenological Organizations. Seine Forschungsschwerpunkte sind Philosophie der Wissensbereiche, Kunst, Wissenschaft, Religion, Mythos, interkulturelle Philosophie, europäische und asiatische Philosophie, gegenwärtig vor allem Forschungen zu einer auf einer Phänomenologie der Leibkörperlichkeit basierenden, interdisziplinär und interkulturell ausgerichteten Eukologie. Ich muss sagen, ich habe nachschauen müssen, ich gar nicht gewusst, dass es gibt. Gibt es das ja. Also Eukos als Haus, nicht die Lehre vom Haus, die Wissenschaft vom Haus. Ja, vielleicht werden wir Hausfrauen auch ein bisschen aufgewertet. So feministischer. Ja, beim Abendessen drüber reden. Also er gibt eine Buchreihe Liebe Nigri und Liebe Virides heraus und ist Mitherausgeber der Reihen Orbis Phänomenologicus, Philosophische Anthropologie, Themen und Positionen und Ad Frontes. Studien zur frühen Phänomenologie sowie der Eugen Fink Gesamtausgabe. Jüngste Publikationen Philosophie der imaginären Dinge in Grundrisse der Eukologie. Naja, vielleicht ist das imaginär doch, dass der Wunsch der Hausfrau noch mal anerkannt zu werden wirklich imaginär bleibt. Entschuldige meine nicht passenden Überlegungen. Gut. Lieber Hans-Rainer, wir freuen uns sehr, dass wir dich dazu gewinnen konnten, den Festvortrag mit dem Titel Dialogik, das Zwischendenken zu halten. Und so möchte ich jetzt an dich das Wort übergeben. Ich glaube, das werde ich abbauen. Das ist so hoch. Ja, ja, ich muss ganz weg. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die liebe Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, liebe Susanne Moser und ganz besonders liebe Ivanka, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Und
ich möchte auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzliche Glückwünsche an dich übermitteln. Zugleich aber auch mit einem sehr großen Dank für all das, was du uns geschenkt hast in all den Jahren und hoffentlich noch lange, lange Zeit schenken wirst. Dass die Philosophie dialogisch ist, sollte ja vielleicht selbstverständlich sein. Aber Ivanka, ich denke, du lebst das auch wirklich. Nicht nur in der Reflexion, in mannigfachen Kontexten, haben wir ja auch gehört, sondern eben auch bei solchen Anlässen wie dem für uns alle jetzt sehr wertvollen Gespräch mit Ricoeur, wovon wir ja morgen Vormittag ja auch noch einiges erfahren werden. Ja, daher das Thema von meinem jetzt folgenden Vortrag, der dir gewidmet sein soll und der so gedacht ist, dass er eigentlich ein paar Anmerkungen zum Thema des Dialogs in Form der Dialogik sein soll. Es sind vier Anmerkungen und ich beginne also mit der ersten, Antigone und Kreon. Den Höhepunkt des zweiten Auftritts in Sophokles' Antigone bildet bekanntlich der Dialog zwischen Antigone und Kreon. Dieser Dialog führt jedoch zu nichts. Er scheitert. Antigone, die gegen das Gebot Kreons, ihres Onkels und Herrschers über Theben, versucht hat, ihren Bruder Polyneikes zu bestatten, wird in diesem zweiten Episodion an Kreon überstellt. Sie soll ihre Tat bekennen. Dabei sind ihr von Kreon nur zwei Möglichkeiten vorgezeichnet, entweder sich zu arrangieren oder aber verurteilt zu werden. Diese Alternative dokumentiert zwar keinen Dialog gleichwertiger Gesprächspartner, doch die dialogische Struktur enthüllt zugleich anderes. Sie zeichnet ein genaues Bild der jeweiligen Einstellung der Kontrahenten. Kurz gesagt, Antigone erweist sich als eine, die bei sich ist, Kreon als ein solcher, der außer sich ist. Antigone verhält sich gemäß ihrer Überzeugung. Sie wird nicht als solche dargestellt, die etwas will, nach etwas verlangt, sondern schlicht das tut, was in dieser Situation geboten scheint und darüber hinaus keine Ansprüche vorbringt. Kreon dagegen ist darauf aus, dass alle sich ihm fügen. Er lebt nicht nur im Streben nach Erfüllung seines Willens, sondern ist der Auffassung, dass einem allgemeinen Zweck zu entsprechen. In beidem stimmt er nicht mit sich überein. Er lebt im Ausgreifenden noch nicht seines Begehrens und täuscht sich zudem über das wahre Motiv seiner Absicht. Das erlassene Gesetz, das von Kreon erlassene Gesetz, das Verbot der Bestattung, sei nur, wie Antigone sagt, eines Menschen Willkür, nur Ausdruck von Tyrannenmacht, die tun und sagen darf, was sie will. Die Gefährlichkeit Kreons liegt darin, dass er in seiner Selbstverblendung ein hochmoralischer Charakter ist. Überzeugt davon, dass seine Auslegung von Gut und Böse das absolut Richtige und somit gerechtfertigt ist. Seine Verfehlung besteht darin, dass er seine Wertetabelle mit egozentrischem Eifer durchsetzen will. Dies wird bereits in der Konfrontation mit Antigone deutlich, die ihm schließlich entgegnet, dass die Bewohner von Theben hierin keineswegs einer Meinung mit ihm sind. Der weitere Verlauf der Tragödie enthüllt immer mehr die Kehrseite von Kreons Haltung, die er mit dem Hinweis auf das Gemeinwohl kaschieren will, so vor allem im dritten Aufzug, im Gespräch mit seinem Sohn Haimon, der mit Antigone verlobt ist und ihre Verurteilung durch den Vater freilich nicht hinnehmen kann. Diese Auseinandersetzung zwingt Kreon schließlich, erbost über die Widerständigkeit seines Sohnes, seine Egozentrik vielleicht wider Willen, offen zu bekennen. Auf Haimons bekräftigenden Nachdruck, dass die Thebaner Antigone keineswegs für eine Verräterin halten, antwortet Kreon: So schreibt die Stadt mir vor, was ich befehlen soll? Als Haimon einwendet, dass dies kein Staat sei, den einer nur beherrscht, gibt Kreon zurück: Gilt nicht die Stadt als Eigentum des Herrn? Zumeist wird die Grundaussage dieses dritten Teils von Sophokles' Laptakiden-Dramen in der Spannung von göttlichem und menschlichem Gesetz gesehen.
In einer Entgegensetzung der, wenn man so will, einerseits vertikalen, auf die Götter bezogenen und andererseits horizontalen, das Zusammenleben betreffenden Ausrichtung menschlicher Existenz. Nun ist es aber so, dass die Götter hier eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, sondern schlicht Antigones Selbstverpflichtung auf einen Brauch relevant ist, der offenkundig älter als die Polis ist und der insbesondere von den Verwandten verlangt, einen Toten zu bestatten. Sie entscheidet sich frei für eine Sitte, die zwar auch ihre menschliche Herleitung besitzt, nicht aber von dem gegenwärtigen Willen eines Herrschers abhängig ist. Antigone ist also bei sich, indem sie sich frei zu jener Sitte bekennt, und Kreon ist außer sich, da er das Gemeinwohl mit seinem Willen verwechselt. Es bleibt ihm selbst weithin verborgen, dass er einen Wechsel auf seine Existenz zieht, indem er seine Entschlüsse mit einer Moral begründet, die doch nur der Schatten seiner uneingestandenen Egozentrik ist. Wird nun das vertikale Verhältnis zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen in seiner doppelten Ausrichtung des Himmlischen und Unterirdischen in das Horizontale gekippt, könnte man meinen, dass eine für die menschliche Existenz substanzielle Spannung, Gott-Mensch, eine Nivellierung erfährt. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Das Spannungsverhältnis wird internalisiert, verlegt sich in das Innern menschlicher Existenz, das damit zugleich entdeckt wird. Entdeckt in seiner Differenz zu solchem, worüber es nicht verfügen kann. Mit der Gestalt der Antigone ist ein menschliches Dasein beschrieben, das in sich selbst das ganz andere zu ihm bejaht, ohne sich in dieses zu verlegen oder es in das eigene zu ziehen. Antigone weiß, sich dem Abgeschiedenen, dem toten Polyneikes, verpflichtet, auch wenn sie, wie Sophokles' späte Tragödie des Ödipus auf Kolonos zeigen wird, Polyneikes Handlung, die zu seinem Tode führte, schon im Voraus nicht akzeptiert. Sie verwirklicht damit das Vertikale in und mit ihrer Existenz, indem sie sich auf das andere verpflichtet, ohne dass sie damit intendiert, es mit sich identisch werden zu lassen. Und vielleicht lässt sich sagen, dass das vertikale Verhältnis hier nachdrücklicher realisiert wird als dort, wo sich menschliche Existenz der Gewalt höherer Mächte unterwirft. Denn in Antigones Haltung wird die Differenz zu dem, was ein individuelles Leben übersteigt und in jenen von ihr ins Feld geführten, ungeschriebenen Gesetzen der Endlichkeit und des Todes festgemacht wird, nicht abgemildert, sondern eher verstärkt. Kreon hingegen entzweit sich mit sich selbst, indem er auf selbstverständliche, selbst nicht eingestandene Weise versucht, das andere sich ihm anzugleichen. Denn im Willen zur Gleichschaltung muss er außer sich gehen, so wie er selbst dann auch außer sich vor Wut gerät, als er erleben muss, dass seine Rechnung nicht aufgeht. In seinem horizontalen Machtausgriff gibt es keinen Raum für einen vertikalen Einschnitt. Partikulares und umfassendes Fallen in eins, wo das allgemeine Gesetz nur der Widerschein der Egozentrik ist. Identität ist imaginativ dort erfüllt, wo die kleine Existenz sich zum Ballon des Alls aufbläst, das Gesetz erlässt und Recht spricht. Indem Antigone zu ihrer Pflicht steht und gesteht, dass sie damit das von Kreon erlassene Verbot übertritt, wird ihre nicht-egozentrische Haltung zur Folie für die Enthüllung von Kreons Egozentrik. Die für Kreon vorgesehene Strafe für die subjektive Ansetzung eines Allgemeinen kann nicht der Tod sein. Um ihm die Chance zu sühnender Erkenntnis zu geben, wird ihm das Nächste, in das er selber gestellt ist, das aber seine Fiktion des Allgemeinen negiert, im selbstgewählten Tod der Antigone, dann aber auch und vor allem im Selbstmord seiner Frau und seines Sohnes genommen. Die Zerstörung der familiär-genealogischen Basis seiner Hausmacht vollendet im Faktischen nur, was Kreons Moralität davor imaginativ schon preisgegeben hat. Was also führt der unmögliche Dialog von Kreon und Antigone vor? Was ist sein dialogischer Gehalt? Vorgeführte, aufgeführte Dialogik ist offenbar das Verfahren, zu zeigen, wie Rechtfertigung sich vollziehen kann. Demnach gibt es für das Individuum zwei Weisen, sich auf das Rechte zu beziehen,
Einmal in der Beachtung der Grenze des eigenen Willens, die den Unterschied zwischen dem eigenen und dem anderen bewahrt, und zum anderen im Übertritt über diese Grenze, in einem Übertritt, der Strafe nach sich zieht, weil er nicht nur das eigene einem anderen oktroyiert, sondern mit dem so vereigneten anderen das eigene drapiert. Wenn eine Satzung dazu tendiert, dass das Konto derjenigen, die sie erfassen, dergestalt überzogen wird, liegt im Dialogischen ein mögliches Korrektiv, vorausgesetzt, es wird zugelassen. Wird es nicht zugelassen, muss irgendwann irgendjemand die Rechnung dafür bezahlen. Vollzogene Dialogik eröffnet hingegen die Chance, sich wechselseitig beim je eigenen Lebensgrund zu betreffen. Zweite Anmerkung, Anaximander. Diese hier mit wenigen Sätzen umrissene Problematik ist offenkundig der Bodensatz eines Denkens, das die attische Tragödie mit der zeitgleich sich ausbildenden Philosophie gemeinsam hat. Darauf verweist schon der bekannte, mutmaßlich älteste überlieferte Satz der europäischen Philosophie, der von Anaximander, der gut 100 Jahre vor Sophokles geboren wurde. Er besagt, dass es eine Notwendigkeit sei, dass das, was ist, entsteht und vergeht. Im Entstehen und Vergehen verschaffen alle Seienden, also das, was wirkliche Existenz bekommen hat, nun wörtlich, einander Recht und Bestrafung für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit. Dieser knappe Satz oder Satzteil sagt nicht nur ganz allgemein aus, dass dort, wo ein Ding besteht, nicht zugleich auch ein anderes sein kann, ohne dass eines dem anderen den räumlichen und zeitlichen Ort wegnimmt. Bezogen auf menschliche Verhältnisse bedeutet einander Recht zu verschaffen, dass es nicht schon ein übergreifendes Recht gibt, zum einen, und dass es zum zweiten jede Existenzform ihre Rechtsform ausbildet und drittens unterschiedliche Rechtsformen sich miteinander arrangieren, einander Recht geben müssen. Da die imaginative Rechtsform mit dem realen Platz zusammenhängt, an dem eine Gruppe siedelt, bedeutet Besetzung des Platzes zugleich den Versuch seiner imaginativen Sanktionierung durch das Gesetz. Nicht zufällig bezeichnet das griechische Wort Nomos ursprünglich den Weideplatz und sodann das Gesetz. Die Rechtsform, die Rechtsauffassung der einen Gruppe mag für die Rechtsform der anderen Gruppe ungerecht sein. Einander Recht zu verschaffen meint also, dass es an den Gruppen liegt, miteinander auszukommen, sich zu arrangieren, mit den anderen über deren Rechtsform zu streiten oder überhaupt mit ihnen zu rechten. Da dieses Rechten in keinem Rechtsraum erfolgt, der schon davor bestehen würde, ist es ungerecht im Sinne der Rechtlosigkeit, das heißt dessen, was außerhalb der Rechtlichkeit liegt. Es ist aber auch ungerecht in Bezug auf die Grenze des je eigenen Rechtssystems, das damit überschritten wird. Auf welche Weise ein solcher Übergriff auch immer geschieht, ob nur mit dem Wort oder aber mit dem Schwert, die Beteiligten haben die Konsequenzen zu tragen. Und die Konsequenzen legen das Strafmaß für die begangene Ungerechtigkeit fest. Dieser Folge gemäß des Spruches nach der Ordnung der Zeit. Rechtsformen können nicht für die Ewigkeit gemacht werden. Der Mensch ist sterblich. Das heißt, Einzelne und Sozietäten sind immer wieder vor die Frage gestellt, wie sie sich zu ihrem Wert- und Rechtssystem und in Bezug auf dieses zu anderen Systemen verhalten wollen. Bereits dieser Satz des Anaximander zeigt, dass eine geraume Zeit vor der attischen Tragödie das Bewusstsein bestanden hat, dass sich die Götter entzogen haben. Ein selbstverständlich fungierender vertikaler Bezug besteht nicht mehr, die Menschen bleiben bei der Sortierung ihrer Probleme auf sich gestellt. Doch es gibt eben Unterschiede, wie man einander Recht verschafft, mit Gewalt oder dem Versuch zum dialogischen Arrangement. Voraussetzung für dieses Arrangement ist, dass die Grenze der eigenen Rechtsform nicht als Behauptung, sondern als Beschränkung wahrgenommen wird. In der Behauptung wird das eigene positiv auf alles übertragen, in der Beschränkung wird negativ und Raum frei, in dem das Dialogische Fuß fassen kann. Der Erste, der dies deutlich sah, war vielleicht Heraklit. Die normale Situation ist, man möchte fast sagen, in direkter Fortsetzung von Anaximanders Aussage, die Feststellung, dass einander Recht geben in Form des Polemos
verläuft und die Strafe nach den dabei eingesetzten Mitteln zu zahlen ist. Heraklit bemerkt dabei aber, dass in solchem Kampf, gerade auch dort, wo jede Seite sich auf die Enge ihrer Wirklichkeitsstelle beruft, diese Enge ungewollt und mitunter gewaltsam geöffnet wird. Diese Öffnung ist ein nicht zu bestimmender Raum. Fassen lässt er sich allenfalls auf jene negative Weise, etwa damit, dass einem Glaubenssystem die Erhellung zuteil wird, die darin besteht, einzusehen, dass das eigene System nicht alles ist. Als Bezeichnung für dieses positiv nicht zu benennende und zu vereinnahmende All wählt Heraklit das Allerweltswort Logos und ist tunlichst bestrebt, es nicht zu definieren, das heißt positiv festzuschreiben. Logos bezeichnet so das unverfügbar Ausstehende, den vertikalen Einschnitt in die natürliche Tendenz, das eigene All verfügbar werden zu lassen. Sowohl Nishida Kitaros Konzept der widersprüchlichen Selbstidentität als auch Adornos negative Dialektik werden durch dialogische Vermittlung seitens Hegels im 20. Jahrhundert ein spätes Echo davon sein. Dies gibt auch einen ersten Hinweis darauf, wie das Zwischen verstanden werden kann. Das Zwischen ist nicht einfach das Sein in einer Welt, sondern das Leben einer weltlichen Mitte, das in diese Mitte zugleich dem ganz anderen zu ihr auf eine nicht im Vorhinein schon festgelegte Weise eröffnet ist. Dieses Zwischen bewegt sich im Geschehen dieses negativen, vertikalen Einbruchs in den fungierenden und funktionierenden Kontext des horizonthaft sich verstehenden Lebens. Die im Horizonthaften sich ereignende Vertikalität ist es offensichtlich, welche am Anfang der europäischen Philosophie gedacht wurde und als Logos den Mythos ablöst. Sie ist es, die sich im weiteren Verlauf expressis als Logos enthüllt und von da aus auch neue Himmelfahrten erprobt, also das Vertikale erobert, so etwa wenn Parmenides in seinem Lehrgedicht eine Fahrt imaginiert, die ihn in einem Rossegespann bis hin zur Sphäre des Lichts bringt, wo, wie es heißt, sich die Pfade des Tages und der Nacht scheiden und ihm Dike, die Göttin der Gerechtigkeit, gegenübertritt. Das Recht hat hier ein neues, unangreifbares Habitat erhalten. Dritte Anmerkung, die Sache der Philosophie. Vor dem Hintergrund der Entstehung der europäischen Philosophie und des europäischen Theaters im Kontext der horizontalen dialogischen Spannung mag man nun die Frage nach dem eigentlichen Anliegen stellen, das sich darin ausspricht. Das heißt, geht es im Dialogischen um das darin G- und Besprochene oder geht es um die Haltung der Sprechenden? Diese Frage ist deshalb wichtig, weil im Vorhinein schon klar sein dürfte, dass es sich nicht darum handeln kann, dem einen dem Gehalt des Verhandelten oder dem anderen, den Verhandelnden, den Vorzug einzuräumen. Und doch ist die weitere Entwicklung des europäischen Denkens in Philosophie und Wissenschaft darauf hinausgelaufen, dass man sich nahezu unisono ins Objektive, also in der ersten Möglichkeit, in das Inhaltliche des zu Verhandelnden eingerichtet hat. Freilich bot sich dafür das Dialogische geradezu an. Das attische Theater erfindet den dritten, den unabhängigen Blick, den Blick der Zuschauerinnen und Zuschauer, der unabhängig ist, weil sie oder er es sich nun leisten darf, nicht in das vorgeführte Geschehen verwickelt zu werden. Zuschauer zu sein heißt, ein kleiner Gott zu sein, nun ein Gott auf Erden, auf Zeit und an einem bestimmten Ort. War es davor, bis hin zu den dithyrambischen Umzügen, nicht möglich, außen davor zu bleiben, wird man jetzt ausdrücklich dazu eingeladen, sich zu separieren. Man muss nicht mitmachen, man lernt die Neutralität, aber dies gleich en gros, in der Gruppe. Demgegenüber erschafft der Philosoph in der singulären Separation ein Ähnliches. Er sondert sich von allen ab, von dem unpraktischen Außenseiter Thales angefangen, der in einen Brunnen fällt, bis hin zu Heraklit, der sich von den Hoi Polloi, den vielen der Menge, distanziert. Das Resultat soll ein ungetrübter Blick auf das Wirkliche sein. Die Trübungen der Linse, all die egozentrischen Dispositionen, sollen inhibiert werden, um die wahre Sache zu gewinnen. Hier jedoch kann die Frage erneut gestellt werden, genügt es, einen zu genießenden Raum des Neutralen zu besetzen,
eine aristotelische Nische der Muse, der Scholae, und reicht es aus, sich vor den zwischenmenschlichen Katastrophen dadurch zu bewahren, dass man sich in die Objektivität der zu verhandelnden Sache rettet. Die Rettung ins Neutrale und Objektive birgt ein entscheidendes Manko. Sie ist nur eine Scheinrettung. Der Rekurs auf das Objektive überspringt die sich auslebende, auf das andere ausgreifende Subjektivität, indem er ihren verabsolutierenden Weltzugriff stillstellt. Doch mit dieser Beruhigungstaktik ist die Wirkung dieses Zugriffs nicht überwunden, ja nicht einmal verstanden. Denn auch die Abstandnahme vom Subjektiven ist subjektiv geprägt, ist eine subjektive Entkoppelung vom Subjekt, und eine objektive Blase mag nur so lange funktionieren, als sie nicht erneut in Kontakt mit subjektiven Lebenswelten kommt. In diesem Dilemma zwischen subjektiver Einseitigkeit und seiner Ausschaltung einerseits und der Ausrichtung auf ein vorgeblich neutrales andererseits steckt das europäische Wissenssystem von Anfang an. Und das Dialogische in der Philosophie und auf der Bühne führt eben dieses Dilemma vor. Denn der Dialog handelt nicht nur von Inhalten, sondern von diesen in Bezug auf die Dispositionen derjenigen Beteiligten, für die sich die besprochenen Inhalte entfalten. Das Dialegistei zielt somit darauf, die verdeckte relationale Weltform der Gesprächsteilnehmer herauszupräparieren, freilich unter Einschluss der philosophischen Neugier, die Sprechenden bei ihren Vorurteilen zu ertappen. In den sokratischen Dialogen geht es nicht vorderhand darum, Wesenszüge einer Sache herauszuarbeiten, um das so Gewonnene als Wissensbesitz zu archivieren. Der Verlauf des Gesprächs, das Profilieren und Infragestellen der Welthaltungen der Beteiligten ist wichtiger als ein mögliches sachliches Ergebnis. Geriet jedoch Philosophie immer mehr in das Fahrwasser der Selbstbehauptung lebenspraktischer Einstellung, mit ihrem Interesse Besitzstände zu akkumulieren und die Art und Weise ihres Gewinns zu verteidigen, so kehrt auch der egoistische Streit als Kampf um die Deutungshoheit wieder und nistet sich in dem Medium ein, mit dessen Hilfe man ihn hat vertreiben wollen. Man könnte es paradoxerweise auch so ausdrücken. Ohne Berücksichtigung jeweils relevanter subjektiver Dispositionen wird das eigentlich intendierte Ziel, die Sache selbst, nicht fassbar sein. Denn erst der Einbezug des Subjektiven ermöglicht es, die Grenze des subjektiven Ausgriffs in den Griff zu bekommen, um die Sache tatsächlich vom Zugriff des in ihr verdeckt wirkenden Subjektiven zu lösen. So sucht das Dialegistei des gegenseitigen Durchsprechens, denjenigen Erfahrungskern einer jeglichen Sicht auf Welt freizulegen, der sich unter dem Panzer seiner Tendenz zu Verabsolutierung und Verfestigung verbirgt. Das östliche Denken hat im Erwerb von Wissen von jeher die Betonung auf das bewegende Moment gelegt. Das nicht so begrenzende Wissen tritt hier nicht wie das fixierte Objekt in einen Gegensatz zum Lebensvollzug, sondern in eine fruchtbare Spannung, die das endliche Leben in ein unendliches hineinhält. So heißt es bei Zhuangzi: Mein Leben hat eine Grenze, aber das Wissen hat keine Grenze. Mit etwas, das eine Grenze hat, nach etwas zu streben, das keine Grenze hat, ist heikel. Wer dennoch nach Wissen strebt, ist vollends in Gefahr. Man gehe beim Handeln stets von der Mitte aus. So kann man seinen Leib behalten und so kann man seine Natur vollenden. So kann man seinen Geist kultivieren und so kann man seine Lebensjahre vollenden. Bereits der erste Satz enthält indirekt eine Aussage über das Zwischen als eine Grundbestimmung menschlicher Existenz. Diese Aussage erfolgt in Form einer impliziten Paradoxie. Zum einen unterscheiden sich Leben und Wissen, denn ersteres hat eine Grenze. Der Mensch ist sterblich. Das zweite nicht, denn Wissen lässt sich nicht begrenzen. Es ist offen und endlich. Zum anderen sind Wissen und Leben nicht voneinander unterschieden, wenn es die lebendigen Menschen sind, die Wissen erwerben. Das aber heißt, dass durch das menschliche Leben ein Riss geht. Der Mensch ist nicht nur endlich, sondern in seiner Endlichkeit auf etwas hin eröffnet, das nicht seiner Endlichkeit untersteht. Er steht zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit.
Dazwischen gibt somit einen Hinweis auf die Grenze menschlicher Existenz, wobei die Grenze nicht den endlichen Abschluss meint, sondern denjenigen Bereich, durch den das Endliche an das Unendliche grenzt oder Letzteres in Ersteres hereinsteht. Und die letzte Anmerkung, Nummer 4, die Wandernden. Die Wanderin oder der Wanderer ist eine existenzielle Figur, die dazu dient, Erstarrungen des Dialogischen wieder flüssig werden zu lassen. Das ökologische Profil des Wanderns besteht darin, sich von dem zu einem Oikos verdichteten Wissensbesitz als Hausstand zu befreien. Das Wort Wandern stammt in der Tat von Wand ab, der etwa mit reisig geflochtenen senkrechten Fläche. Wandern bedeutet also, die Wand zu überwinden. Und man überwindet oder verwindet sie, indem man die Tür öffnet und das Gehäuse verlässt. Der Wanderer, die Wanderin, ist verwandt mit dem Gast, der auf Zeit einen festgefügten Grund, einen Nomos, verlässt, um in einem anderen anzukommen, ohne in ihm heimisch zu werden. Der Wanderer jedoch ist weder als Gast geladen, noch hat er ein fixiertes Ziel. Er versucht. In jedem Fall steht er denen nahe, die sich, wie in der Frühgeschichte der europäischen Philosophie, absondern. Das Eigentümliche nun ist, dass infolge der Schulbildung der Philosophie bei Platon und Aristoteles erneut und verstärkt der Drang erwächst, das neue Haus, die Akademia, hinter sich zu lassen. Den Anfang machen die Könige, etwa Diogenes, der, wie wir alle wissen, einen festen Wohnsitz zurückwies und sich als Kosmopolites bezeichnete. Sein Schüler Krates und dessen Frau Hipparchia zogen ohne feste Heimstatt umher. Krates galt als Türöffner, so wurde er genannt, da er sich überall Zugang zu verschaffen vermochte. Von ihm ist der Ausspruch überliefert, nicht eine Festung sei sein Zuhause, sondern, so wörtlich, auf der ganzen Erde steht jede Stadt und jedes Haus mir zum Wohnen zur Verfügung. Eigentümlicherweise beschränkt sich die Figur des Wanderers nicht auf Europa. Buddha selbst wird als Wandernder bezeichnet, der zudem eine Institution von Wandermönchen ins Leben rief. So führte beispielsweise im zweiten vorchristlichen Jahrhundert der buddhistische Wandermönch Nagasuna ein Gespräch mit dem König des indogriechischen Königreichs von Baktrien, Milinda oder griechisch Menandros, in dem es unter anderem um das Wohnen in Häusern geht, wie eine Überschrift aus diesem Text lautet. Der Dialog kreist um das von König Menandros vorgebrachte Problem, wie Buddhas Aussage, dass man nicht am Hausleben haften solle, mit dem gleichfalls von ihm angeregten Errichten von Klöstern in Einklang zu bringen sei. Nagasenas Antwort lautet, dass ohne weiteres auch in Klöstern gewohnt werden könne, doch mit dem Zusatz, so wörtlich, nicht aber darf da des Buddha-Jünger an seiner Behausung hängen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass nicht ein Platz entscheidend ist, sondern das Verhältnis zu ihm oder allgemeiner formuliert, es kommt in erster Linie nicht darauf an, wo du dich verortest, sondern darauf, wie du dich zu deinem Ort positionierst, ob du an deinen Erfahrungsgründen so anhaftest, dass du damit alle Welt selig machen willst oder ob du fähig bist, dich davon zu lösen und es zulässt, dass du dich, so etwa im Gespräch, auch mit dir selbst konfrontierst. Der Wanderer also tritt in ein Verhältnis zu sich selbst. Der bereits erwähnte Versuch, das heißt die nicht im Vorhinein bestimmte Erfahrung, ist das offene Medium für einen besonders deutlichen Vollzug des Zwischen. Denn der Versuch lässt die jagende Sucht der Suche hinter sich oder kommt ihr zuvor, indem er nicht ein Ziel intendiert, auf das er aus ist. Dadurch, dass diejenigen, die versuchen, anders als Kreon, bei sich bleiben, erfahren sie eine Offenheit sowohl für das andere als auch sich selbst gegenüber. Für den Versuch lauert jedoch die Gefahr in der Versuchung. Mit ihr wird man in die Wüste geschickt. Wir sagen, wenn man Erleuchtung, Offenheit, Begegnung mit dem anderen will, ist man schon verloren. Gut sein, moralisch sein zu wollen, genügt nicht, wie das Beispiel Kreons zeigt.
Auf Kreons rhetorische Frage, ob nicht die Stadt als Eigentum des Herrn zu gelten habe, gibt Haimon zurück: Du wärst der rechte Herrscher über eine Wüste. Und nicht zufällig hatte sich der erste Wüstenheilige Antonius Eremita der Versuchungen zu erwehren. Doch auch hier gilt, entscheidend ist nicht die Abgeschiedenheit, sondern das Wie ihres Vollzugs. Bodhidharma erlangte nach den Jahren, die er sitzend vor einer Höhlenwand zubrachte, seine Erleuchtung. Die Wand ist hier nicht die eines Hauses, aber auch sie wird überwunden, indem sie durchlässig wird, durchbrochen wird. Das zeigt, das Gespräch kann auch ein Soliloquium sein. Dies ist auf weite Strecken bei Nietzsches Wandern der Fall, so bei dem Wanderer, der ein Menschliches, allzu Menschliches mit seinem Schatten, dem anderen in ihm selbst, in ein Gespräch kommt, oder natürlich bei Zarathustra, dem Wanderer par excellence, der sich ebenfalls unablässig mit sich selbst konfrontiert, der entscheidenden Einsicht aber dann teilhaftig wird, als sie sich ihm ohne sein willentliches Zutun im großen Mittag ereignet. Die Abwendung in die Einsamkeit erliegt folglich nicht der Versuchung der Vereinsamung. Die Protagonisten erproben die Amplituden der Ab- und Wiederzuwendung, wie dies nicht nur Nietzsches Zarathustra, sondern auch der Mahayana und dort insbesondere der Chan- oder Zen-Buddhismus vorlebt. Vielleicht ist solches der spannungsreichste Durchgang, den das Dia, das Durch hindurch der Dialogik zum Ausdruck bringt und damit die intensivste Form, die Bewegung dazwischen zu verwirklichen. Dasjenige, was diese Amplituden im Wechsel von Soliloquium und Dialog und damit das Zwischen als Verflüssigung der Zentrik in Bewegung hält, beruht darin, dass auch hier im jeweils Gegenwärtigen ein anderes zugelassen, eingelassen wird. Ein anderes, das auf diese Gegenwart und ihre Verortung in meinem Selbst nicht relativ ist. Oder einfach mit einem Satz von Nishita Kitaro gesagt: Gegenwart hat ein Zentrum, das kein Zentrum ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, Diskussion, glaube ich, haben wir nicht angedacht, oder? Nein. Das heißt, ich möchte dir herzlich danken. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ja, ganz ein Besonderes. Dann kommen wir jetzt in die Mediathek, würde ich mal sagen. Ich schaue mal hinüber zu Hans Walter. Herzlichen Dank. Ja, jetzt kommen wir zur Festschriftübergabe, die auch angekündigt ist. Und ich möchte mal jetzt vorläufig eine kurze inhaltliche Ausgangssituation vorbringen, während Hans-Walter Ruckenbauer im Anschluss einen kurzen Überblick über die Ergebnisse bringen wird. Es sind ja immerhin 27 Personen, die mitgemacht haben, aber das wird er alles sagen. Gut, also inhaltliche Ausgangsposition. Ivanka Reinova führte zwischen 1993 und 2002 mehrere Gespräche mit Paul Ricoeur, die in einer Kurzfassung unter dem Titel »Der Philosoph und sein Glaube« 2004 in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie erschienen und später komplett auf Englisch publiziert wurden. Ein zentrales Thema dieser Gespräche bildete die Fragestellung nach der Beziehung zwischen Philosophie und religiösem Glauben, beziehungsweise die Frage, ob die Philosophie nur als Religionsphilosophie zu fungieren habe oder auch eine religiöse Form annehmen könne, zum Beispiel als christliche oder buddhistische Philosophie. Im Workshop mit Ivanka wird es morgen die Gelegenheit geben, darüber noch mehr zu erfahren. Die Gespräche mit Paul Ricoeur dienten Hans-Walter Ruckenbauer und mir dazu, das Thema nach der Beziehung zwischen religiösem Glauben und philosophischer Erkenntnis aufzugreifen und als Impuls für die Festschrift-Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. Die meisten kennen das, weil sie auch an der Festschrift teilnehmen, die hier sind. Von der Aktualität dieser Problematik zeugt das, was Ricoeur Zeitalter der Trennung nennt und das, was wir heute als zunehmende Spaltung der Ansichten bezüglich der Rolle der Religionen
beziehungsweise des religiösen Glaubens und der Zukunft des Christentums in Europa erleben. Ist der religiöse Glaube nur eine Option unter anderen in einer pluralistischen Kultur oder vielmehr eine tiefe Dimension menschlicher Existenz? In welcher Beziehung befinden sich überhaupt Philosophie und Religion beziehungsweise Theologie zueinander? Für einen kurzen Überblick über die diesbezüglichen Ergebnisse der Festschrift möchte ich nunmehr das Wort an dich, lieber Herr Walter, richten. Ja, danke schön. Dazu möchte ich ein bisschen umbauen. Keine Geburtstagsfeier ohne Geburtstagstisch. Schauen wir mal, ob daraus einer wird. Das auch so. Genau. Dann machen wir mal so, Zauber. Ja, super. Ja. Schaut gut aus. So geht das. Und auf einen Geburtstagstisch gehört ein Geburtstagsgeschenk. Und deswegen haben wir hier auch einmal so was wie quasi den Prototypen oder die Urschrift der Festschrift für dich, liebe Ivanka. Und ja, ich darf ein paar Worte dazu sagen. Es ist ja schon angeklungen, dass die Festschrift sehr prozesshaft gedacht ist und aufgrund des Projekts und der Größe des Projekts auch in dieser Urschrift einmal vorliegt, aber noch nicht als Verlagspublikation, die 2020 erst erscheinen wird. Mit der Ankündigung, liebe Susanne, die Ergebnisse, vielleicht hast du das sogar gesperrt gedacht, der Festschrift für Ivanka Rajnova in Nutze vorzustellen, legst du natürlich die Latte gewaltig hoch für die restlichen verbleibenden Minuten der Redezeit, und zwar in so schwindelerregende Höhe, dass das schon wieder recht gut ist, weil damit kann ich locker erhobenen Hauptes unterhalb durch und mir passiert einfach nichts. Und dieses Durchschreiten unter der hochgelegten Latte verbindet sich natürlich auch mit dem freimütigen Bekenntnis, dass mich der darin nahegelegte Auftrag auch irgendwie heillos überfordert. Die 27 Beiträgerinnen der Festschrift wurden schon in der Zahl erwähnt, und es wäre natürlich sehr vermessen, auf die unterschiedlichen Perspektiven, die vielen Aspekte, die hier aufgetan wurden, die Fenster, die geöffnet wurden, in wenigen Minuten eingehen zu wollen. Und deswegen möchte ich einfach noch ein paar kurze Striche, ein paar Skizzen sozusagen in den kommenden Minuten einfach versuchen. Den Beiträgerinnen der Festschrift, und viele konnten der Einladung heute glücklicherweise auch folgen und sind hier im Raum, ist sicher von unserer Korrespondenz her noch ein anderer Arbeitstitel in Erinnerung. Glaube und Erkenntnis, so war der Ausgangspunkt mit dem Zusatz oder dem Untertitel zur Frage nach der Einheit einer gespaltenen Kultur, und die gespaltene Kultur war sozusagen hervorgehoben. Schon in dieser Variante kommt ein Wort nicht vor, dem sich auch die finale Titelformulierung, die Sie vor sich sehen, verweigert. Und trotzdem bildet es im gewissen Sinn den Cantus Firmus. Genauer hin ist es eigentlich die Frage nach Gott. Gesetzt nun der tolle Mensch aus Nietzsches gleichnamiger Parabel Nummer 125 aus der Fröhlichen Wissenschaft stürzte heute auf die Agora des akademischen Diskurses. Würde, lässt sich fragen, seine Laterne nicht ebenso die Tageshelle der Leitwissenschaften vor den Kopf stoßen, in denen die Frage nach Gott, wie schon damals, keine große Rolle zu spielen scheint.
was immer man dann unter Gott verstehen kann oder verstanden werden kann, die Frage danach sind wir offensichtlich nicht losgeworden. Und die Kulturwissenschaften zumindest nehmen Nietzsches Mahnung ernst, die auch aus der Zeit, aus dem Umfeld der fröhlichen Wissenschaft stammt. Ich zitiere: Ihr macht es euch zu leicht, ihr Gottlosen. Gut, es mag so sein, wie er sagt, die Menschen haben Gott geschaffen. Ist dies ein Grund, sich nicht mehr um ihn zu kümmern? Die Autorinnen und Autoren der Festschrift haben sich dieser impliziten Aufforderung, so lässt sich diese Mahnung ja auch lesen, nicht verweigert und ihrer intellektuellen Sorge in sehr vielfältigen Perspektiven Ausdruck verliehen. Der eben nicht gerade bescheidene Titel Säkularismus, Postsäkularismus und die Zukunft der Religionen lässt die Spannkraft und die Spannweite des Projekts erahnen. Die überwältigende Resonanz auf unsere ersten Anfragen um Mitarbeit dürfen zu Recht als Zeichen der großen Wertschätzung für dich, liebe Ivanka, gelten und dein philosophisches Lebenswerk. Sie haben dem anfänglich deutlich kleiner dimensionierten Projekt, das Michael Staudigl sozusagen angestoßen hat, in die Welt geschubst hat, allerdings auch zu einem staatlichen Umfang verholfen. Auf eine Zusage sozusagen folgte die nächste und die Ideen zu ergänzenden Perspektiven und Expertisen sind uns auch nicht so rasch ausgegangen. So wuchs ein üblicher Umfang von vielleicht einem Dutzend Autorinnen unversehens gleich einmal auf das Doppelte an. Aus dem intendierten philosophischen Geburtstagsständchen ist doch etwas Orchestrales geworden, vielleicht im besten Fall eine sinfonische Dichtung. Dies ist mit ein Grund, warum wir den Band heute noch nicht als Verlagspublikation auf den Gabentisch legen können. Das gereifte Projekt fand dann schließlich auch zu unserer Freude im Verlag Metzler aus dem Hause Springer das publikatorische Dach. Aber wie das halt so mal ist, kein Nutzen ohne Nachteil oder ohne das Kleingedruckte. Der Vorzug eines renommierten und international tätigen Verlagshauses wird durch teilweise aufwendige Produktionsprozesse erkauft. In der Aufbereitung von E-Books mit Verlinkungen und so, das sind alles Prozesse, die einfach auch dauern. Weil uns aber bestimmte Beiträge und bestimmte Autorinnen und Autoren sehr wichtig sind und waren und weil wir hoffen, dass die Vielfalt der Perspektiven eher der Bedeutsamkeit der verhandelten Themen angemessen ist, haben wir uns dann immer wieder gegen eine Punktlandung am heutigen Tag entschieden. Ich kann nur hoffen, und es möge sozusagen der langfristige Gewinn die enttäuschte Erwartung heilen. Das Stichwort der Weite ist sicher in mehrerlei Hinsicht ein Charakteristikum des Bandes. Nicht nur in quantitativer Hinsicht, natürlich auch in geografischer Hinsicht. Die Achse Wien-Graz bildet sich natürlich auch sehr stark ab, aber wir sind in dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, wir sind in Bulgarien unterwegs mit dem Band, wir sind in Polen, wir sind in Italien unterwegs bis nach Amerika, auch durch einen Beitrag. Und damit ist auch hier sozusagen eine große geografische Weite gegeben, die natürlich inhaltlich auch sozusagen eingeholt wird. Was uns auch mit großer Freude erfüllt, ist, dass wir angesichts einer nach wie vor noch deutlich männerdominierten Disziplin hier doch auf ein respektables Signal und fast ausgewogenes Genderverhältnis von 11 Autorinnen
gekommen sind. Der Band greift auch insofern eine gewisse Weite auf, weil es zwei längere fremdsprachige Beiträge gibt, einen englischsprachigen und einen französischsprachigen. Die Übersetzungen hätten hier, denke ich, ein Stück an der darin auch zum Ausdruck kommenden Sprachkultur und Perspektivenvielfalt genommen. Auf der inhaltlichen Ebene spannt sich der thematische Bogen vom interkulturellen Vergleich, wie Erlösung im und durch Denken vorgestellt werden kann, bis hin zum feministisch konnotierten Gespräch von Simone de Beauvoir und Edith Stein zu religiösen Fragen in einem durchaus patriarchalen Kontext. Am Beispiel des japanischen Denkwegs werden die Verschränkungen von interkultureller Philosophie und Religion fruchtbar gemacht. Wollte man die facettenreichen Beiträge jetzt in ein systematisches Korsett zwängen, müsste dies zumindest aus den Fäden der philosophischen Gotteslehre, der Frage nach religiöser Erfahrungen und ihrer gesellschaftlichen Verortung sowie der Axiologie in profaner und religiöser Hinsicht gewoben sein. Allein ein Beitrag zur mystagogischen Wirklichkeitskraft des Christentums, ein anderer, der auf subtile Weise die Macht der Stimme erörtert, oder wieder ein anderer, der zu einer ästhetisch-theologischen Kreativität motiviert, sowie auch auf das Moment des unerreichbar Nahen insistiert, unterlaufen aber solche Ansinnen einer vorschnellen Kategorisierung. Die kritisch gewürdigten Denkanstöße aus der abendländischen Tradition reichen bis Platon zurück, erwartbar, und erstrecken sich über Schelling und Brentano bis Ian Ramsey, arbeiten sich an der französischen Phänomenologie ab durch die Vorgabe auch des Aspekts oder Textes, Interviewtextes von Ricoeur auch naheliegend, verfallen Heidegger sprachlichem Duktus oder verhelfen Hans Joas mit Charles Taylor auf die Sprünge. Naturgemäß geht es in religionsphilosophischen Kontext auch um Kant und das wohl nicht zu knapp. Eine Fußnote, die zwei Jahre oder drei Jahre nach seiner berühmten Beantwortung der Frage, was Aufklärung ist, von 1784, ebenso aus einem Beitrag aus der Berliner Monatsschrift stammt, nämlich zu dem Essay, was heißt sich im Denken orientieren, die letzte Fußnote, greift in gewissem Sinn das Selbstverständnis von Aufklärung noch einmal auf. Im Haupttext wird von Kant erläutert, warum die menschliche Vernunft als höchstes Gut auf Erden gelten kann. Ihr nämlich komme das Vorrecht zu, Zitat, der letzte Probierstein der Wahrheit zu sein. Die mit dieser Formulierung verbundene Fußnote expliziert den Gedanken, und es geht in dieser Fußnote um das Selbstdenken. Das Selbstdenken vermöge der eigenen Vernunft verwirklicht nämlich den Kern der Aufklärung, davon ist Kant überzeugt. Die Einübung dieser Fähigkeit geschieht durch ein Bildungsprogramm, das sich an der Frage abarbeitet, ob der Grund, warum man etwas annimmt, oder auch die Regel, die aus dem, was man annimmt, folgt, zum allgemeinen Grundsatz seines Vernunftgebrauchs taugt oder nicht. Dies scheint mir eine sehr relevante Drehscheibe im Kreuzungspunkt von religiöser oder weisheitlicher und philosophischer oder wissenschaftlicher Wirklichkeitsdeutung zu sein, um hier eine Lanze für Ricoeurs Sichtweise zu brechen. Zur Diskussion dessen haben wir dann morgen auch noch ausgiebig Zeit. Das Verhältnis von Glauben, Wissen und Moral problematisieren aber auch die überlieferten Narrative der biblischen Tradition, insbesondere die Erzählung, der in letzter Sekunde durch ein Eingreifen Gottes
vereitelten Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham hat die Religionsphilosophie quer durch die Jahrhunderte von Maimonides und Thomas über Kierkegaard, Levinas und Derrida hinaus herausgefordert. Wie umgehen mit einer von Gott anbefohlenen Untat, also der moralischen Irritation schlechthin? Auch darin wird in der Festschrift, auch darüber wird in der Festschrift nachgedacht. Von Sokrates hat das abendländische Denken unter anderem gelernt, dass Philosophieren in der Kunst besteht, Fragen zu stellen und Vorgedachtes in Frage zu stellen. Die frühen platonischen Dialoge entfalten in der Figur des Sokrates ein Profil des Philosophierens, das primär nicht auf eine Systematik der Antworten zielt. Eine Philosophie mit dem Lösungskoffer verkommt unter dem Vorzeichen von Immanuel Kants Appell zum Selberdenken jedenfalls zu einem Selbstwiderspruch. In diesem Sinn mag der Ivan Karainova gewidmete Band schon gar keine letzten Fragen zu beantworten. Und ich möchte Sie auch bloß neugierig machen auf die darin eingenommenen Perspektiven. Sie sollen einfach schlicht und ergreifend bedauern, den Band nicht schon heute mitnehmen zu können. Dieser produktionstechnische Vorbehalt, vielleicht ist es auch der eschatologische Vorbehalt, passt ja eigentlich gar nicht so schlecht zu dem Thema. Im zeitgenössischen religionsphänomenologischen Diskurs, der auch mit eingeht in diesen Band, geht es nicht um die Möglichkeit einer Gewissheit als Evidenz, die dem Denken einsichtig sein könnte, selbst wenn dieses Denken dann den Tod Gottes oder den Tod des Subjekts noch zu integrieren vermöchte, sondern es geht darum, wie das Absolute als Erscheinungsvollzug selbst anwesend sein könnte oder eben nicht. Als Ethik des Anderen, als Sättigung des Anrufs bzw. als lebendige Selbstaffektion oder als Unentscheidbarkeit des Sinns, wie die Antworten von Levinas bis Derrida und Nancy lauten. Vor diesen phänomenologischen Radikalisierungen führen keine Wege mehr zu ontologischen Substanz- oder Prinzipienaussagen zurück. Die Gottesfrage und ihr Korrelat einer transzendent ausgerichteten Intentionalität des Menschen scheitern hieran, weil jedes Wo oder jedes Wohin Gottes noch irgendwelche Orte voraussetzen würde, die weder kosmologisch noch ideell von Gott besetzt werden können, sofern alle Orte erst in der Horizontentfaltung von Gegebenheit oder Erscheinen überhaupt entstehen. Mit den Physiknobelpreisen wurden in diesem Jahr drei Forscher ausgezeichnet, die für grundlegende Erkenntnisse auf dem Gebiet der Kosmologie gesorgt haben. Der Kanadier James Beavers erhielt den halben Nobelpreis, bei den anderen die zweite Hälfte, die interessieren uns jetzt weniger. James Beavers erhielt den halben Nobelpreis für die Aufklärung darüber, wie sich der Kosmos seit dem Urknall verändert hat. Die überraschende Antwort, Sie haben es vielleicht in einschlägigen Medienbeiträgen auch gehört oder gelesen, nach 13,8 Milliarden Jahren bestehen nur knapp 5% des Universums aus normaler Materie, wie wir sie kennen und täglich angreifen. Der große Rest sind dunkle Materie und dunkle Energie, deren physikalische Zusammensetzung allerdings noch weitgehend unbestimmt ist. Damit handelt es sich um Leerstellen unseres Wissens, bestenfalls um Postulate der Physik. Gar so weit scheinen Philosophie und Astrophysik nicht auseinanderzuliegen. Gestatten Sie mir einen naiven Fingerzeig zum Schluss. Ein kleines Mädchen fragt seine Mutter, ist es wahr, dass der liebe Gott überall zugegen ist?
Das finde ich aber unanständig. Mit diesem Wink für Religionsphilosophinnen mag ich schließen, etwas unbeholfen zwar, aber das ist der vorgerückten Stunde geschuldet, aber nicht ohne Zuversicht, dass es sich an den vielen entfalteten Perspektiven weiterhin abzuarbeiten gilt. Im Dienste des menschlichen Selbstverständnisses und im Dienste eines humanen Zusammenlebens auf diesem Planeten. Dazu möchte der Sammelband zu Ivankas Ehren einen bescheidenen Beitrag leisten. Ich wünsche ihm Leserinnen, die ihn wie einen aufklärerischen Adventkalender benutzen, wenn es das schon gibt, ich weiß es nicht, gut 2 Dutzend Anstöße zum Selbstdenken. Diese intellektuelle Übung ist freilich auch nicht auf die turbulenteste Zeit des Jahres verwiesen, sondern kann ganzjährig durchgeführt werden und findet dort vermutlich mehr Muße zu solch durchaus dann aber wieder adventlichen Fragen. Ja, dieses Exemplar hier ist einzigartig und es ist die Urschrift der kommenden Publikation. Zugleich symbolisiert es aber auch die innige Verbundenheit und die inspirierende Kraft deines Denkens und als Herausgeber möchten wir das hier ganz herzlich überreichen. Also ich muss mich vom ganzen Herzen bedanken, weil ein größeres Geschenk habe ich nicht bekommen können. Das ist das größte Geschenk meines Lebens. Und zwar, ich weiß, wie viel Arbeit steckt in so einem Sammelband. Nicht nur in der heutigen Vorbereitung, aber ich weiß, wie viel Arbeit steckt und jede hier von euch, jede und jeder, um richtig zu gendern, jede und die Männer jetzt nicht ja, auszulassen, jede und jeder, der hier mitgemacht hat, und es sind viele Leute heute da von den sozusagen Autorinnen dieses Sammelbandes, hat selbst sehr viel Arbeit gesteckt. Danach kommt die Arbeit der Herausgeber, ja. Danach kommt die Arbeit auch der Leute, die korrigiert haben, die eine unendliche Arbeit ist mit diesen Korrekturlesen. Das ist unendlich. Und für mich ist es natürlich nicht üblich, so etwas zu bekommen, weil ich selbst in den letzten Jahren, was heißt Jahren, Jahrzehnten, ständig irgendwelche Festschriften herausgebe. Ja, hier ist Professor Rettenagel, für sie habe ich eine Festschrift gemacht, für ihren Vater Leo Gabriel habe ich eine Festschrift gemacht, für die Simone de Beauvoir natürlich, habe ich für Jean-Paul Sartre, zuletzt für Laruelle, mit dir haben wir Patuschka und so weiter und so fort. Also ich habe in den letzten Jahren, wenn ich nach hinten schaue, fast die ganze Zeit nur Festschriften und Sammelbände herausgegeben. Und jetzt auf einmal kann ich es nicht glauben, dass da so ein Wunderwerk, übrigens sehr schön gestaltet, ja, das ist auch eine Arbeit, ja, jetzt für mich steht. Das ist... Jetzt habe ich das Ganze hier beobachtet, wie wenn ich im Theater bin und irgendeinen Film sehe, aber mich selbst sehe ich in diesem Film, ehrlich gesagt, noch nicht. Ja? Ich hoffe, mit der Zeit werde ich mich daran gewöhnen, dass so etwas Wundervolles auch mir passiert ist. Und also ich danke auch allen denen, die jetzt vom Weiten her gekommen sind. Frau Professor Schüssler, die ich am längsten kenne, 1986 haben wir uns kennengelernt in Athen
bei der Association der Société de Philosophie de Langue Française. Und es war das erste Mal, dass ich nach vielen Jahren im Ausland gegangen bin. Und zwar, weil mein Doktorvater, man konnte früher nicht so reisen, ja. Aber er hat gesagt, du brauchst es mehr und du kannst sozusagen an meiner Stelle auf diesem Kongress gehen, noch dazu, weil ich Französisch kann. Und dort haben wir uns zum ersten Mal getroffen und immer wieder an diesen Kongressen der Association lange Jahre immer gesehen. Wieso ich das erwähne? Auch vielen Dank den Leuten, die aus Bulgarien, aus Deutschland und auch aus Graz gekommen sind. Ja, das ist immerhin eine Reise, wenn man schon von Wanderungen bitte, ist es auch eine Wanderung hier, ja, die stattgefunden hat. Jedenfalls, was ich sagen wollte, das ist etwas, was ich mir heute auch so ein bisschen fast wie ein Science Fiction vorkommt, wenn ich das betrachte aus meiner Vergangenheit. Als es unmöglich war, ein Visum zu bekommen, um nach Wien zu kommen und irgendeinen Vortrag zu halten, was ich für Probleme hatte, war einfach nur, um auch damals in der Schweiz das Kongress 94 in La Nature, ja, in Lausanne. Was für ein Problem, dass ich 3-4 Tage in die Schweiz ein Visum bekomme. Was für ein Problem, zur gleichen Zeit, wenn du wolltest, nach Paris und nach Italien zu fahren. Unmöglich, entweder du kriegst, weil dein Pass steckt entweder in der französischen Botschaft oder in der italienischen. Aber zur gleichen Zeit, ich musste mich entscheiden, entweder Paris oder Rom. Und ich habe mich halt nach Paris entschieden und ich wollte aber unbedingt auf dem Grab des heiligen Kyrios und Methodius, aber es ging nicht halt. Und es ist, wie soll ich das sagen, weil diese Wanderungen, dieser Dialog kann nur stattfinden, wenn wir frei sind. Ich habe in unter totalitären Zeiten immer Hegel zitiert, wir sind frei im Geiste, um zu sagen, zumindest könnt ihr mir nicht diktieren, was ich denke. Ja? Aber dieses freien Geiste, wenn du keine Bücher hast und die Bibliotheken leer sind, nützt dir auch nichts. Ja? Weil du kannst nur das lesen, was da ist, aber es ist sehr schwer gewesen für mich, zum Beispiel die Bücher von Edith Stein zu finden. Und es war für mich eine Erlösung, als ich 96 hier nach Wien kam und dann wie wenn so eine große Bibliothek, wo alle Edith Steins Werke endlich mal da waren. Ja. Wie soll ich das sagen? Weil Dialog kann nur stattfinden, auch in einer Gemeinschaft unter, ich würde nicht sagen Gleichen, aber Gleichgesinnten. Und hier möchte ich ganz speziell dir, Hans Reiner, danken, weil mit dieser, leider ist Lester Embry nicht mehr unter uns, aber ihr beide habt etwas Großartiges initiiert mit dieser Organization of Phenomenological Organizations, die erstmals möglich gemacht hat, wirklich alle Phänomenologie, Organisationen und für uns war es auch die Leute, die in Osteuropa waren und auch manche haben eine wunderbare Tradition, die Tschechen zum Beispiel, die Polen, die Ungarn, aber manche anderen, die Bulgaren, haben gar keine Tradition, ja, in diesem Bereich. Und das war eine Möglichkeit, sozusagen wirklich eines breiten Dialogs und einer Vernetzung, die ihre Früchte getragen hat und weitertragen wird. Und wenn man schon von Wanderungen redet, ich muss sagen, ich bin ein Kind des Westens. Ich hatte das Glück, meine Mutter war Diplomatin, in der Schweiz aufgewachsen zu sein, in Bern, in der deutschen Schweiz, deshalb habe ich so einen unmöglichen Akzent, den ich nicht wegkriege. Dann in Frankreich jahrelang, also ich habe
10 Jahre eigentlich im Ausland und dann habe ich 10 Jahre in einem totalitären Regime, und es war furchtbar, verbracht. Aber ich bin dafür sehr dankbar, weil diese verschiedenen Wanderungen, diese verschiedenen Erfahrungen, die man mitbekommt, geben die Möglichkeit, dass man, so wie hier in diesem Sammelband, andere Perspektiven bekommt und nicht in seinem eigenen Denken stehen bleibt. Dieser letzte Teil war so schön, dass wir flüssig werden auch in unserem Denken, ja, dass wir immer weitergehen. Und zum Schluss will ich etwas Lustiges sagen, was mich dein Vortrag hier so erinnert hat. Als Kind, ich war so 16, wollte ich einen Roman schreiben. Und das hieß so Reisen, Wanderungen, ja. Dass ich immer schrieb, aber nicht fertig wurde, ja. Ich hoffe, dass meine Memoiren das irgendeinmal zustande bringen werden, was ich als 16-Jährige nicht zustande gebracht habe. Und noch ein ganz großes Dankeschön an euch hier, Herr Nagel, sagen, weil mit ihrer Hilfe und ohne ihre Hilfe wäre ich eigentlich hier in Wien nicht geblieben. Weil sie hat mir damals geholfen, nach dem IWM hier für 3 Monate an der Uni durch diesen Austausch zu kommen und danach auch ein Jahr an der Akademie der Wissenschaften. Und ich vergesse nie die guten Dinge im Leben, die ich bekommen habe. Auch hier verdanke ich, dass die Interviews mit Boris Görr in der deutschen Zeitschrift herausgekommen sind. Und allen euch, die mir geholfen habt, und auch für die wunderschönen Worte, die ich heute gehört habe, die mich sehr tief berührt haben, bin ich endlich dankbar. Die Heimat kann nur nicht in irgendeinem Ort sein, nicht in einem geografischen Ort. Die Heimat ist nur eine Heimat im Geist. Und ein Fest kann nur ein Festmahl im Geist sein. Und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Dankeschön. Das zeigt uns der Denkweg der Ivanka Reinova, die nicht durch die Wand, sondern eher durch die Decke. Aber das stimmt.